Bis wir den Hang abgestürzt haben. Seit hier Gold gefunden wird, werden alle guten Holzfäller bloß noch in den Minen eingesetzt. Hm? Dann müssen wir unser Holz eben selbst fällen. Sollte ein Zug über diese Schienen fahren, gibt es eine Katastrophe. Lasst uns lieber abhauen, bevor sie uns hier noch ausgraben müssen. Ja, das Gold hat eine Menge Geld in die Taschen vieler Leute gebracht. Diese dummen Goldsucher, reich am Freitag, pleite am Sonntag und am Montag sind sie verschwunden. Mit diesem Betrüger Melken Karten zu spielen, ist der einfachste Weg, um pleite zu machen. Was hast du da, Hobble Frank? Ist das nicht ein schönes Stück Shatterhand? Das ist nicht nur ein Messer, sondern auch ein Schraubenzieher und eine winzig kleine Schaufel. Das muss ich mir ansehen. Sei vorsichtig, es steckt noch mitten in der Entwicklung. Welcher Vollidiot war das? Das war meine Schuld, tut mir leid, aber es war ein Unfall. Ach ja, ich glaube aber nicht an Unfälle. Oh. Augenblick mal, Mel. Ich habe gesehen, was passiert ist und es war ein Unfall. Kümmer dich um deinen eigenen Kram und halt dich da aus, Shatterhand. Du hast gerade einen ganz furchtbar dummen Fehler gemacht, Shatterhand. Du bist derjenige, der hier einen Fehler macht, wenn du nicht deine Karten nimmst und verschwindest. Wir könnten einen guten Gesetzeshüter brauchen, wenn sich hier weiter solche Typen wie Melton rumtreiben. Martha Sick hat gehört, dass der Gouverneur einen Sheriff schickt. Hauptsache, er ist ein harter Bursch. Ich will aber kein Sheriff sein, Onkel Ted. Ich möchte viel lieber Opernsänger werden. Ja, na, na, na. Los! Ich lasse nicht zu, dass einer meiner Neffen sich wie ein Idiot anzieht und für seinen Lebensunterhalt singt. Du wirst diesen Posten übernehmen, damit endlich ein Mann aus dir wird. Und je schneller das geschieht, desto besser. Du schleichst dich an wie eine Klapperschlange. Du solltest lieber froh und dankbar sein, dass die Klapperschlange dich nicht beißt, Rango. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du nimmst mir immer noch übel, dass ich dich in Mexiko habe sitzen lassen. Ja, das habe ich nicht vergessen. Aber ich denke, dass wir trotzdem noch zusammenarbeiten können. In deinem Telegramm stand etwas davon, dass ein neuer Sheriff hierher kommt. Dann sag uns doch mal, wie der uns reich machen soll. Nein, der wird uns auch nicht reich machen. Sheriff Rango, der hier wird das tun. Das eiserne Pferd, wenn es der Wille des großen Geistes ist, werde ich es eines Tages reiten. Das eiserne Pferd hat vieles in unserem Land verändert. Und es wird nie mehr so wie früher sein. Aber als der Bergpass zugefroren war, hat uns der Zug die Nahrung und Medizin gebracht. Ja, aber mit dem Guten kommt auch immer das Böse. Ich komme ins Lager zurück, wenn ich die Fischnetze überprüft habe. Und ihr zwei wollt ihr auch mit dem Zug fahren?
Eines Tages wird Shatterhand uns vielleicht auf eine Fahrt mitnehmen. Oh nein, ihr beiden! Da kommt jemand. Ein komischer Kerl. So ein Mist! Ich hab so einem viel zu halten, das krieg ich nie. Was soll denn da? Schnauze, oder wir werfen dich den Geiern zum Fraß vor. Melde hatte recht, diese Papiere weisen ihn tatsächlich als Gesetzeshüter aus. Oh, Schluss damit, Sie Grobian! Zeig ihm mal, wie das hier läuft, damit er weiß, wo er ist. Ist er nicht tot? Nein, er atmet. Was ist passiert? Du brauchst Hilfe. Wo bin ich? Wie heißt du? Ich kann mich nicht erinnern. Moment mal, ich bin... Enrico Caruso, der berühmte Opernsänger. La donne mobile va più. Ich bin euer neuer Sheriff und das sind meine Hilfs-Sheriffs. Willkommen in der Stadt, Sheriff. Jetzt, wo wir endlich einen Sheriff haben, können wir beruhigt sein, denn unser Gold wird ab heute gut bewacht werden. Wir haben für Sie ein Gefängnis direkt neben dem Golddepot gebaut. Ich interessiere mich mehr für die freien Unterkünfte, die ihr dort oben für mich habt. Die Zimmer sind alle belegt, außer der Flitterwochen-Suite, aber die ist nicht gerade sehr billig. Und genau aus diesem Grund werden Sie sie mir geben. Kann niemand hier eurem neuen Sheriff ein Bier spendieren? Das werde ich machen. Danke, Senior Fatmops. Sheriff oder nicht, reden Sie ja nie wieder so mit meinem Freund, klar? Komm, halt dich lieber zurück, Sam. Sie sehen weder aus wie ein Sheriff, noch benehmen Sie sich wie einer. Sie haben doch sicher Papiere vom Gouverneur bei sich. Die muss ich auch gerade dir zeigen, Gringo. Das verstehe ich nicht. Wieso zeigen Sie uns nicht einfach Ihre Papiere? Sie sehen echt aus. Das ist das Siegel des Gouverneurs. Sie sind von ihm unterzeichnet und gesiegelt. Es hat also alles seine Ordnung. Dein Plan ist wirklich sehr gut, Melton. Aber mit diesem großen Kerl könnten wir Probleme kriegen. Mach dir keine Sorgen wegen Shatterhand. Sieh mal, ich habe diese schönen Steckbriefe hier drucken lassen. Und morgen wird alle Welt wissen, dass er gesucht wird, weil dieser Mann wiederholt Schurfrechte unterschlagen hat. Und diesen Goldsuchern wird es gar nicht gefallen, einen Betrüger in ihrer Stadt zu haben. Dunderdroll, da! Dieser Sheriff hat sich ja schnell mit Harry Melton angefreundet. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir sollten besser mit Shatterhand darüber reden. Wie lange ist er denn schon so? Seit er hier ist. Er hat eine Kopfverletzung. Hat er gesprochen? Eigentlich nicht. Er singt nur. Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe, nur singen, singen möchte ich bei Regen oder Schnee. Die Wunde hat seinen Geist verwirrt. Ich gebe ihm Kräuter, die ihm vielleicht helfen. Er bleibt bei uns, bis die Geister ihm helfen, gesund zu werden. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, nur singen möchte ich immer. Dieser Sattel hier wird bestimmt gut auf meinem Pferd aussehen. Ich bezahle ihn dir in einem Monat oder so. Aber ich brauche mein Geld jetzt, denn ich... Ich sagte dir, ich bezahle dann, wann ich bezahle will. Was ist denn hier los? Ich sorge nur dafür, dass das Geschäft gut läuft, Motherfuck. Ist alles in Ordnung, Harry? Ich denke schon. Ich hab's ja gesagt, die sehen nicht wie Gesetzeshüter aus. Besser auf euch auf, Ladies!
Ich muss in die Stadt und dafür sorgen, dass die Züge nicht durch den Tunnel fahren, sondern umgeleitet werden. Wenn wir weiter so gut vorankommen, ist der Tunnel bald abgestürzt. Das werde ich Ihnen sagen. Und dann will ich mal sehen, was ich über den neuen Sheriff herausfinden kann. Ja! Ich bin so durstig wie ein Rennpferd. Wie wär's, wenn du mal für mich weitermachst, Hobble Frank? Solltest lieber auf deine Hose aufpassen. Ich habe gerade mein Messer mit einem Vergrößerungsglas versehen. Sowas gefällt den Leuten. Ja. Nur weil du durstest wie ein alter Gaul, heißt das doch lange nicht, dass du auch so schlürfen musst. Das sollte seinen Durst löschen. Sei weg, alter Mann, oder ich muss dich wegen Rumtreiberei festnehmen. Melden Sie sich nicht mal mit Ihresgleichen an. Ach ja. Ihr Hilfs-Sheriff hat diesen alten Mann belästigt. Davon weiß ich nichts, aber ich weiß, dass du gesucht wirst wegen Unterschlagung von Schürfrechten. Unterschlagung von Schürfrechten? Er hat Schürfrechte unterschlagen? Das ist doch absoluter Unsinn. Shatterhand ist so ehrlich, wie der Tag lang ist. Dann seht euch das hier an. Shatterhand hat auch schon oben in Montana Schürfrechte unterschlagen. Das ist doch dummes Zeug. Dummes Zeug? Das ist eine ganz gemeine Lüge. Aber Steckbriefe lügen doch nicht. Sperrt ihn ein, Compadres. Ihr Goldsucher habt so viel Angst um euer Gold, dass ihr überhaupt nicht seht, was hier um euch herum passiert. Jetzt, wo wir Shatterhand los sind, wird es ein Kinderspiel sein, den Goldsuchern die Taschen zu leeren. Du wirst schon sehen. Miam, 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 miam. Bravo, 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 bravo. Bin ich? Und wer sind Sie? Ich bin Shoshi. Ich habe dich hierher gebracht, nachdem du verletzt worden bist. Verletzt? Sie haben recht. Ich wurde von ein paar Banditen überfallen, die mir den Sheriffstern und die Papiere geklaut haben. Die bösen Geister sind verschwunden. Der Schlag auf den Kopf hat sie vertrieben. Böse Geister? Seitdem du hier bist, hast du dauernd nur gesungen. Und wie war ich? Hat's euch gefallen? Morgen früh bringe ich ihn zu seinen Leuten. Shatterhand! Wo ist der Hilfs-Sheriff? Der ist essen gegangen. Wir holen dich raus. Dein Pferd findest du gleich hinterm Haus. Ich gehe da lang. Keine Bewegung, du Dieb. Es sei denn, du willst dir eine Ladung Schrot einfangen. Shatterhand wäre beinahe entkommen. Ich würde sagen, wir schnappen uns das Gold und vamos. Wir tun überhaupt nichts, bevor dieser Safe nicht bis zum Rand gefüllt ist. Wer sagt das? Ich. Was haben Sie da, Mother Thick? Nichts für Sie. Das ist das Essen für Shatterhand. Na gut, gehen Sie hin. Danke, Mother Thick. Psst, ich denke, die Steak-Sandwich wird dir besonders gut schmecken. Zeigen Sie mal her. Wenn dir das Sandwich nicht schmeckt, probier doch mal die Suppe. Du kommst gerade rechtzeitig. Shatterhand soll Schürfrechte unterschlagen haben und ist im Gefängnis. Shatterhand verletzt keine Schürfrechte. Ja, ich weiß, aber das hat der neue Sheriff den Goldsuchern eingeredet. Euer neuer Sheriff ist ein Betrüger. Das muss der sein, der mir meinen Stern und meine Papiere gestohlen hat. Die haben irgendwas vor. Du musst Shatterhand unbedingt aus dem Gefängnis rausholen. Oh, sieh mal, der Kerl da bei diesem Indianer ist der echte Sheriff, den wir neulich am Fluss liegen gelassen Schnappen haben. Schnappen wir uns die beiden. Vamos, amigo. Jetzt gibt's Ärger. Leute, los, Timothy. Schnell, bevor sie euch beide auch ins Gefängnis stecken. Zu spät.
so kann ich nie was richtig machen. Dein Onkel hat dich als Sheriff eingesetzt. Jetzt hast du die einmalige Chance, das Richtige zu tun. Ich weiß nur nicht, wie. Ich verstehe noch immer nicht, warum ich überfallen worden bin. Denk an all das Gold in der Stadt und an Rango, der so tut, als wäre er du. Ist doch ziemlich klar, was die Bande vorhat. Ihnen vielleicht. Hören Sie, mein Onkel hat mich zum Sheriff gemacht, damit ich mich beweisen kann. Und jetzt sitze ich hier und bin eingesperrt. Keine Sorge. Winnetou weiß, wo wir sind. Wenn dieser Rothaut wirklich ein Freund von Shatterhand ist, können wir ganz sicher sein, dass er wiederkommt. Aus dem Grund sollst du ja auch deine Männer zusammenrufen. Ihr habt von jetzt an nichts weiter zu tun, als die Goldsuche aufzustacheln. Und wie sollen wir das machen? Kannst du mir das vielleicht sagen? Hier, siehst du das? Wenn die Goldsucher von euch erfahren, dass Shatterhand Ansprüche auf ihre Schürfrechte geltend gemacht hat, werden sie ihn lynchen wollen. Hat er das getan? Nein, du Blödian, aber genau das wirst du ihnen erzählen, verstanden? Und während sie damit beschäftigt sind, Shatterhand zu hängen, werde ich mir ihr Gold holen. Nein, zwei Männer und du werden das Gold holen. Ich schätze, du bist doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Shoshi wird hier mit den frischen Pferden warten. Falls wir verfolgt werden sollten, reitest du sofort los. Allein in die Stadt zu reiten ist sehr gefährlich. Shatterhand ist derjenige, der in Gefahr ist. Dann reite mit dem Wind. Wenn Shatterhand herkommt, wird er bestimmt erwarten, dass wir den Hang abgestürzt haben. Also leg hier sofort dein Messer weg und mach dich endlich an die Arbeit, hörst du? Alles klar, Sam. Bleib ganz ruhig. Aber probier erstmal meine neueste Erfindung aus. Du musst das Messer nur an den Seiten zusammendrücken. Meinetwegen. Wenn du dann endlich arbeitest... Das ist ein nützliches Schreibzubehör. Mit einer sprudelnden Tintenquelle. Dieser falsche Sheriff und seine Hilfs-Sheriffs haben die Stadt eingenommen. Das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Ihr habt leicht reden. Es ist ja auch nicht euer Gold, was sie beschützen. Kommt schnell zum Gefängnis. Der Sheriff hat eben gesagt, dass Shatterhand Anspruch auf unsere Goldminen angemeldet hat. Da, wo ich herkomme, lügt man die Leute für sowas. Richtig. Was machen wir? Ja. Also dann. Ich habe es selbst gesehen. Shatterhand hat gefälschte Besitzurkunden für all eure Goldminen angefertigt. Wenn das wahr ist, dann können Sie uns das doch bestimmt auch beweisen. Und beweisen? Verstehe ich nicht. Aber dafür weiß ich, wie man jemanden an die Gold hängt. Da drin sind immer noch eine ganze Menge Säcke mit Gold. Na los, holt sie. Dass du mich betrügen willst, so wie ich es mit dir in Mexiko gemacht habe. Nur zu, schieß auf mich. Aber dann werden die Goldsucher angelaufen kommen und du wirst das Gold auch nicht kriegen. Daran habe ich natürlich gedacht und deswegen werden wir zwar jetzt den Zug nehmen. Ich habe nämlich nicht vergessen, wie gut du Lokomotive fahren kannst, comprende? Jetzt wirf mir dein Messer rüber und dann werden wir uns aus dem Staub machen. Shatterhand und seinen Freund mit. Und du besorgst ein paar Seile. Seid ihr denn hier alle total durchgedreht? Jetzt hört mir doch mal zu. Melton und Rango haben sich euer ganzes Gold geschnappt und wollen sich mit dem Zug aus dem Staub machen. Wenn mein Hals gleich in der Schlinge stecken würde, würde ich auch solch einen Unsinn reden. Aus welchem Grund sollte der falsche Sheriff sonst mit Melton unter einer Decke stecken? Das hier ist unser echter Sheriff. Hört nicht auf diese alte Schwätzerin. Lasst euch nicht aufhalten. Macht schon und hängt die zwei Kauder. Du nennst mich alte Schwätzerin? Schreib sie im Buch! Ich hasse meinen Job. Man darf uns nicht sehen. Wir wechseln lieber
aufs Leben, als falls uns jemand verfolgt. Misty, Fastfoot, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick für eine Zugfahrt. Keine Ahnung, aber Melton und Rango sind ganz sicher in dem Zug, denn die Leute von der Eisenbahn wissen, dass der Tunnel jederzeit einstürzen kann. Einstürzen kann? Wenn wir sie nicht aufhalten, wird keiner überleben. Es dauert zu lange, mit den Pferden über die Brücke zu reiten. Ich weiß, wo wir sie einholen. Hör! Ganz recht. Euretwegen stecken wir jetzt in großen Schwierigkeiten. Ihr bleibt hier und rührt euch nicht. Ich gehe zum Fahrer. Er muss den Zug sofort anhalten. Langsamer. Na los, wirf noch ein bisschen Holz nach. Versuch keine krummen Tricks, Hombre. Der Zug ist außer Kontrolle. Du schnappst dir Rango und Melton. Ich werde versuchen, ihn anzuhalten. Du musst abspringen. Das muss der Teufel höchstpersönlich sein. Lass uns verschwinden, schnell! Es klang so, als hättest du Rango ganz furchtbar vermöbelt. Sie hätten mich sehen müssen. Ich war eine richtig gemeine Kampfmaschine. Du warst da, als ich dich brauchte, Winnetou. Danke. Du bist Winnetous Blutsbruder. Wenn Shatterhand mich braucht, werde ich kommen. Das gilt auch umgekehrt. Irgendwann würde ich auch gern mal mit dem Zug fahren, wenn es nicht mehr so gefährlich ist. Wann immer du willst, Joshi. Das würde uns sehr glücklich machen. Uns? Du meinst Winnetou? Ehrlich gesagt dachte ich mir an ein paar kleine Freunde, die ich habe.